Hallo ihr Lieben, ich habe bei zwei Shops bestellt, die sich mit Diamond Painting Zubehör befassen. Und ich habe gedacht, das wäre vielleicht ja für euch auch ganz interessant. Und ich fange mal mit dem kleineren Päckchen an. Und zwar ist das von der lieben Heidi von Craft & Wedding. Ich brauche mal eben hier mein Cuttermesser. Weil ich brauche ein neues Diamond Painting Logbuch. Und das habe ich dann mal schön bei ihr bestellt. Jetzt sieht sich so schönes Seidenpapier mit Craft & Wedding drauf. Oh, ich habe sogar noch was dazu bekommen. Das ist ja lieb. So, wir packen das hier mal alles raus. So, einmal ist hier Anwendung für den Tabby-Kleber, da habe ich ja jetzt sehr viel von, da ich ja so einen Tabby-Kleber-Adventskalender hatte. Hier habe ich wieder einen Treuepunkt, den kann man bei ihr sammeln. Dann Leckerli, das ist eine Zugabe, ein Tabby-Kleber-Magnolie, das riecht bestimmt gut. Ich muss bloß, die Tüte ist so klein, ich kriege die gar nicht auf. So. Das ist jetzt ein sozusagen eins zum Testen. Sonst sind die ja größer, die Tabby-Kleber. Riecht aber wirklich sehr gut. Das riecht wirklich sehr gut. Dann habe ich jetzt auch hier an diesem Painting-Platz mal Tabby-Kleber. Sonst habe ich es immer nur im Wohnzimmer. Das ist dann ja sehr praktisch. Dann ist hier noch was, das gehört glaube ich noch zu dem Diamond Painting Logbuch dazu. Ein schöner Kugelschreiber mit Craft & Wedding. Ja, da seht ihr es. Und einmal Washi Tape. So, das kann weg, das kann weg. Und dann schauen wir uns mal das Diamond Painting Journal an. Hier ist nämlich das Spezielle, man kann das sogar mit einer kleinen Stoppuhr bestellen für wenig Aufpreis. Ich habe aber die Stoppuhr letztes Mal schon mitbestellt, deswegen habe ich es mir jetzt halt nicht mitbestellt. Und das Schöne ist, hier ist genug Platz für das Bild, also für ein Foto von dem Bild, was man paintet. Dann kann man hier eintragen, Name, Nummer des Bildes in dem Jahr, Künstler, Händler, gekauft am, geliefert am, selbst gekauft, Geschenk oder Kooperation, Leinwandgröße, Paintingfläche, Farbanzahl, Sondersteine, Flüssigkleber oder doppelseitige Klebefolie, Art der Steinchen, Acryl, Harz und Sondersteine, eckig und rund. Dann kann man Sterne vergeben für Qualität der Steine, Druck der Leinwand, Klebekraft und Verpixelung. Dann kann man noch auswählen zwischen Vollbild und Teilbild und Color Blocking und Konfetti. Man kann sogar die Anzahl der Steinchen eintragen. Angefangen, beendet, wie viele Tage gepaintet und wie viele Stunden. Und hier ist dann nämlich, da kann man immer eintragen, von wann bis wann man wie viel Zeit gepaintet hat, an welchem Tag. Und das wollte ich nämlich gerne wieder anfangen. Ja, und so geht das ganze Büchlein hier durch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Platz haben, aber auf jeden Fall sehr viele. Und ich finde es auch sehr hübsch aufgemacht. Und ja, ich meine auch, dass das dicker ist. Wartet mal, ich gucke mal eben bei meinem anderen. Ja, würde ich sagen. Das ist jetzt natürlich schon benutzt, aber das ist deutlich. Ich meine, dass da jetzt mehr Platz ist. Ja, ich würde sagen, da ist jetzt mehr Platz. Ja, cool. Dann komme ich ja ein ganzes Jahr damit hin. Und ja, dann habe ich noch was bestellt bei dem lieben Andi. Den kenne ich von TikTok. Andi Bean 3D-Druck. Und da ist ein bisschen was zusammengekommen. Der hatte nämlich so eine 15%-Aktion. Und ja,
da schauen wir doch jetzt auch mal rein. Ich muss nur eben gucken, nicht, dass sich in dem Papier noch was versteckt. Hier habe ich einen Beutel Stöpsel für meine Garage, weil ich ihm geschrieben hatte, dass meine Stöpsel rausfallen. Und dann wollte er mir welche enger drucken. Die hat er mir dann hier mit reingelegt. Vielen, vielen Dank für den mega Kundenservice. Also wirklich Wahnsinn. Immer wenn ich mal eine Frage habe, er reagiert sofort. Also ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, und jetzt komme ich zu den bestellten Sachen. Also, was haben wir hier denn? Einmal habe ich mir nochmal in einer anderen Größe ein, ach, ihr seht das gar nicht, ein, wie heißt es denn? Ich will mal eben gerade gucken, ob das für diese Größe ist oder für die andere. Nee, die passt, ja doch, ich muss auch den Deckel abmachen, ne? Nee, die passen aber nicht. Doch, die passen. Auf jeden Fall kann man hier dann ja die Steine reinfüllen, ohne zu kleckern. So eine Art Trichter, nicht nur so eine Art Trichter, also es ist ein Trichter. Und ich fand die Farbe mega cool. Ich kann euch ja mal meinen anderen zeigen, den ich habe. Das ist dieser. Der kam jetzt aber, glaube ich, nicht vom Andi. Und da passt diese Art Röhrchen nämlich nicht drunter. Und deswegen wollte ich, habe ich mir auf gut Glück dieses jetzt einfach bestellt. Und jetzt habe ich wirklich für jede meiner Döschen das Passende. Ja, finde ich toll. Das ist das alte. Dann habe ich mir noch mitbestellt. Ach ja. Ach, ich dachte, die wäre größer. Wartet. Ich dachte aber, die wäre größer. So eine Schildkröte. So eine Flexi-Schildkröte. So für Reststeinchen, habe ich gedacht. Also für so Ausschuss. Aber ich dachte, die wäre viel größer. Ja, cool. Ist ja so ein richtiges Spielzeug, ne? Aber ich glaube, die gibt es auch noch in größer. Auch in der coolen Farbe. Ich finde die Farbe echt mega. Man kann, dass sie liegt, man kann aber auch sie hinstellen. Aber echt süß, oder? Die Farbe ist ja echt der Hammer, ne? Die Farbe ist ja mega. Gefällt mir richtig gut. Ich wollte das hier nochmal eben stehen lassen. Jetzt will sie nicht mehr stehen. So. Und dann habe ich mir noch einen Stift mitbestellt. Der sieht auch cool aus. Ich glaube, ich nehme das einfach runter. Ich habe mehr Platz. Das wäre, glaube ich, mal eine gute Idee, ne? Der ist nämlich extra nicht ganz so dick, weil die meisten sind ja jetzt im Moment immer so dick. Ich wollte gerne einen, der nicht ganz so dick ist. Auch mit so einer tollen Farbe. Der ist doch auch wirklich toll. Ja. Das Einzige, was ich hier so ein bisschen komisch finde. Aber ansonsten ist der echt toll. So, und dann habe ich noch ein Pfandprodukt mir mitbestellt. Gedacht, um mal meine Batterien ordentlich immer an einem Platz zu haben. Das ist extra eine kleine Kiste für Batterien. Ist doch auch witzig, ne? Eine Flasche für Batterien. Die durfte dann auch noch mit. War ja E-Prozent-Aktion. Ja, und dann habe ich mir noch was ganz Tolles bestellt. Eine Dreier-Schiffchen-Garage. Und auch in dieser
mega coolen Farbe. Es sind dann drei verschiedene Größen. Boah, sieht die cool aus. Das ist die kleinste. Die mittlere. Und das Schöne ist, hier ist das auch mit diesem, dass die sich dann, die Reste sich da sammeln. Dass die sich hier schön reinlegen und der Rest wird da gesammelt. Deswegen machen ja auch viele immer hier Washi-Tape rein. Und das braucht man dann halt nicht mehr. Ich zeige euch das mal eben mit Stöpsel. Die sind nämlich hier drin. Oh ja, die halten fest. Echt cool. Und das ist die ganz große. Echt cool. Und dann kann man die immer schön wieder hier reinstellen. Ne? Finde ich echt eine mega Idee. Dann kann man immer die nehmen, die man gerade so größentechnisch braucht. Und ja, kann man auch hinlegen, falls man Steine drin hat. Und sonst hinstellen. Also finde ich echt mega. Die Farbe kann ich euch auch mal eben sagen. Wenn mich nicht alles täuscht, hat er diese Aktion auch noch bis zum 15. Das ist Personality Pure Silk Mint Blau. Und der Stift ist Rainbow Matte Macaron Zero. Ja. Und das andere ist Personality Silk Mint Blau. Ja, 15% Rabatt waren das. Das macht natürlich schon was aus, ne?